Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. So, ich habe gerade schon eine Stunde gelernt. Ich habe jetzt angefangen. Jeden Tag mindestens eine Stunde. Ja, was heißt lernen, ne? Also eher so, ja, wie soll man sagen? Also ich habe es so gemacht, dass ich erstmal so zum Beispiel Arbeitsrecht habe ich heute gemacht, dass ich erstmal diese ganzen Module, also es sind insgesamt so 9 Module, durcharbeite, also zusammenfasse oder das Wichtigste rausschreibe, damit ich erstmal weiß, was ich überhaupt lernen soll. Ne? Also, da muss ich dann im Arbeitsrecht dann auch die Paragraphen rausarbeiten und sowas. Naja. Also ich sag mal so, ich bin jetzt bei Modul 2, circa Hälfte. Ich habe schon mal angefangen, aber heute, ich will jetzt das durchziehen, dass ich wirklich jeden Tag mindestens eine Stunde. Ob das funktioniert, ist natürlich was anderes. Aber ich sag mal, wenn wir jetzt eine Stunde, ein Modul, sind wir großzügig. Das wären dann 9 Tage, sagen wir einfach mal. Na komm, hauen wir 14 Tage raus. Ich muss ja dann nachher noch die Rechtsquellen einkleben. Also dann hier so mein Spickzettel da. Boah. Hätte ich sozusagen, bräuchte ich 14 Tage, um Arbeitsrecht vorzubereiten. Also nur vorzubereiten. Sodass ich mit was anderem anfangen kann. Also, beziehungsweise, dass ich eigentlich anfangen kann zu lernen. Sondern das muss dann noch mit den anderen passieren. Kommt ja dann noch so Sicherheit, Umweltrecht und dann MIKP, Zusammenarbeit im Betrieb und betriebswirtschaftliches Lernen. So sieht's aus. Das ist halt doch relativ viel. Aber da jetzt alle im Umfeld anfangen so langsam, hab ich mir gedacht, okay, jetzt fängst du auch an. Weil sonst bist du nämlich nachher 8 Stunden am Tag am Lernen. Ist ja auch scheiße. Ich habe zum Glück vor der Prüfung Urlaub. Also ich habe irgendwie so einen kompletten Monat frei oder sowas, wo ich dann komplett intensiv noch lernen kann. Und dann haben wir ja auch nochmal so 4-mal Meister oder sowas. Also Schule. Wird schon. So, jetzt aber was so was Wichtiges. Natürlich habe ich die Kommentare zugemacht. So, jetzt sind sie wieder offen. Könntest vielleicht bei dem D-Gebäude, der Kernbasis und dem oben einen schönen Steinfläche bauen. Vielleicht sogar ein Muster. Und Blumen, Statuen, Bäume. Ziel, den Bambusweg einbetten in ein aufgeräumtes Bild eines Platzes zwischen den Gebäuden. So ein Urwald. Nicht so ein Urwald wie momentan. Okay, das Problem ist natürlich hier. Blockiert durch Tiefbaum. Genauso wie der. Ja, gut, dann müssen wir ja früher oder später den Boden hier schön machen. Weil wir den Boden hier nicht schön machen können, weil wir hier so ein Sumpfgebiet haben. Machen wir das anders. Wir versuchen es schon ein bisschen schöner zu machen, aber wir müssen hier halt alles mit so, wir haben hier an manchen Stellen noch Fackeln, ist aber nicht schlimm. Versuchen hier halt erstmal eine Brücke zu machen. Ich meine, so ein bisschen Sumpf finde ich eigentlich nicht schlecht. Problem ist, ich kann hier keinen Platz machen. Weil, ne, überall da, wo Brücke gebaut werden kann, kein Boden gesetzt werden. Ne, man sieht's hier. Was wir aber machen könnten, also ich würde hier gerne so einen kleinen Teich würde ich lassen.
Weil wir setzen jetzt erstmal hier überall Boden hin. Machen den hier aber weg. Ne, so einen kleinen Sumpf hätte ich schon gern. Kann ruhig ein bisschen kleiner sein. Neue Liebhaber. Han Solo und Darth Maul. Waren die nicht schon mal zusammen? Wollten die nicht sogar schon mal heiraten? Keine Ahnung. Es ist mir auch egal. Warte, wir gucken einfach, wer der Vater von Luke ist, ja? Wir gucken einfach, wer der Vater von Luke ist. Dann wissen wir es genau. Ja, doch, die sind wieder zusammen. Die Eltern haben sich wieder gefunden. So, jetzt würde ich schon gern hier so einen Steg bauen. Ich glaube, wir bauen uns den Steg aber lieber selber, ne? Machen das so und dann setzen wir hier auch so ein Stühlchen hin. So, dann haben wir hier schon mal so eine Fläche, weil wir mit Brücken arbeiten müssen. Könnten wir jetzt aber dann hier noch hier so bestimmte Muster reinsetzen. Mit welchem arbeiten wir denn jetzt? Keine Ahnung, wie das nachher mit dem Boden aussieht. Früher oder später müssen wir sowieso hier noch einen Weg zimmern. Machen wir am besten jetzt. Die Wege werden aus Bambus gemacht. Machen wir erstmal keinen Weg hin. Können so früher oder später auch mal hier so Wege hinmachen. Wobei wir hier ist ja die Straße. Ne, wir haben ja einen Weg zur Straße. Aber hier muss noch ein Weg hin. Wobei, da hätte ich auch kein Problem mit, wenn das so ein bisschen abgekapselt wäre. Aber hier müssen wir jetzt auf jeden Fall noch ein Dach erstellen. So, dann kommt hier wieder der Giftregen. Jetzt müssen wir nur mal gucken. Wie sieht denn das hier aus jetzt mit Lampe, mit Licht, ne? Und mit Dach. Okay, hier könnte man eigentlich ein Dach noch erstellen. Hier aber nicht. Hier müsste noch was hin. Wie machen wir es am besten?
Komm, wir setzen hier einen hin. Ich sehe den gar nicht. So. Machen wir mal Dach wieder ausblenden. So, da setzen wir jetzt mal ein Stühlchen hin. So, die Ersatzorgane. So, dann könnten wir hier tatsächlich ein paar Sachen draufstellen. Hier den Boden machen wir mal weg, wegen der Pumpe. Gut, die Tiefenbohrer kommen ja auch irgendwann weg, ne? Aluminium ist hier. Klatschen wir mal hier hin. Wäre schön, wenn es im Lager ein bisschen aufgeräumter aussähe. Also nicht alles auf dem Boden läge. Hier, soll jetzt für jedes einzelne Teil so ein Dings bauen. Also eigentlich will ich das hier alles verkaufen. Außer diese Mechanodroiden-Teile. Also müsste ich eigentlich einen Raum schaffen, wo diese ganzen Sachen gelagert werden. Okay. Das heißt, wir machen einen... Ja. Och, ne. Okay. Alter, lauf weg, Junge. Scheiße, Ray. Der Biber haut ab. Die Waffe ist gut. Der Käferbefall war zum Glück außerhalb. Ray geht's nicht gut. Aber Han Solo regelt hier. Hier wurde eine Lampe beschädigt. Wer kümmert sich denn um Ray? Der Biber. Die Waffe lassen wir da liegen, bis Ray die wieder anziehen kann. Na gut, wir kriegen ja jetzt hier die ganze Zeit Holz durch irgendwas.
Okay. Ja, Ray kann ja seine Kleidung, kann ich später die Kleidung ja ausziehen. Ist ja kein Problem. Kann auch jetzt wieder die Energie-Dingens ausrüsten. So, okay. Also es geht ums Hauptlager, ne? Also es geht hier um das Lager. Hier soll ja eigentlich kein Lager sein. Tothahn 2, warum? Okay, wir können ja so ein paar Regale reinzimmern. Zimmern wir einfach hier mal so ein paar Regale rein. Okay. Dann würde ich sagen, tun wir hier mal Bauteile rein. Wo sind denn Bauteile? Hier sind Bauteile und Hightech-Bauteile. EMP-Granaten müssen eigentlich hier mit rein. Okay, was können wir denn dann noch reinmachen? Wir haben hier Hive Data. Die Hive Datas tun wir mal hier rein. Jetzt muss ich nur finden, hier Hive Data. Sehr gut. So, Einstellung kopieren. Habe ich hier auch die Waffen rausgenommen? Ja. Einfügen. Einstellung kopieren. Okay, die Hive-Datas kommen jetzt hier rein. So, jetzt machen wir die Mechanodruiden-Interface-Chips. Einfügen. Oder machen wir erstmal hier die Mechanodruiden-Teile. Ja, da liegen ja hier auch ein paar rum. Da brauchen wir sogar zwei Stück für. So, jetzt will ich hier die Mechanodruiden Interface Chips. Das ist aber ein anderer Chip, ne? Ah, oh, sorry. Okay. Wo könnte das denn noch sein? Hier. Stellung einfügen, nehmen wir auch mal zwei rein.
Dann tun wir zumindest schon mal die hier weg. So, diese sollten dann weg sein, die kommen weg. Und wir haben ein bisschen zu viel Bambus. Das liegt aber nur daran, weil der Bambus nicht gesteckt wird. So, was können wir hier noch machen? Was ist das hier? Roboterkomponenten. Roboterkomponenten. Dann wird das hier sozusagen das Ersatzteillager. So, was haben wir hier noch? Ein Hightech-Mechanodroiden-Chip. Sonst machen wir hier die Roboterkomponenten hin. Dann machen wir den hier wieder raus und machen hier den Hightech-Mechanodroiden-Chip, der hier ist, der hier oben. So, wo lagern wir denn Papier? Wir müssen noch eine Bibliothek am besten bauen, wo dann das Papier gelagert wird. So, wir müssen noch ein Ersatzteillager bauen. Das heißt, das kommt später auch raus. So, der müsste da noch rein. Jetzt sind natürlich hier die ganzen Waffen drin, die eigentlich wegkommen sollen. Guck mal, wir haben hier sogar noch einen zu viel. Neutramin müsste hier gelagert werden, davon haben wir aber zu viel, so wie es aussieht. So, wir brauchen noch einen Repair-Kit-Raum. Sonst machen wir hier erstmal die Repair-Kits rein. Wenn ich so finde. Es müssten die Kleingeschriebenen sein, ne? Wobei, hier sind sie groß geschrieben. Welche werden denn hier gelagert? Beide. Sonst verkaufen wir die hier einfach mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na hopp. Irgendwo habe ich anscheinend auch Computer Components. Müssen natürlich auch noch wo eingelagert werden. Gibt es denn noch eine Art Repair Kit? Medikit? Das hier müsste das dann sein.
Steht aber nicht tragen. Ah, doch. Jetzt ist es soweit. Einstellung kopieren. Also das Repair Kit ist also bei Kleidung. Einfügen. So, wo werden jetzt diese dreckigen Repair Kits überhaupt nochmal hergestellt? Hier unten. So, machen wir von jedem nur 4. Dann tun wir jetzt hier das Medikit rein. Also einfügen, Repair Kit raus, Medikit rein. Ja, den Bambus, den muss ich verkaufen, der muss weg. Sieht doch schon echt fett aus, die Basis. Okay. Oh, Jugulas hat geschrieben. Die Quarry musst du abreißen, wenn sie bei 0% ist. Danach ist dann dort so eine Dreckstelle, die du mit einem Tool, glaube ich, zu normalen Erde machst. Und falls dort Steinboden war, ist er weg. Du musst irgendwo eine neue Quarry setzen. Okay, ja gut, brauchen wir aber auch, glaube ich, nicht. Den brauchen wir höchstens für... hier für Brocken. Ich würde sagen, wir verbieten den aber auch mal. Sollen die lieber an was anderem arbeiten? Wir brauchen langsam noch mal Holz. Hacken wir noch mal ein bisschen. So, hier könnten wir natürlich genauso arbeiten. Gut, die bauen eigentlich ziemlich gut, von daher mache ich mir da eigentlich keine Sorgen. Ja, wobei ich muss jetzt hier nicht nochmal ein neues extra machen. Okay, dann machen wir hier jetzt Einstellung einfügen. Hier kommt jetzt Gold rein. Also, Rohstoffe, Gold, dann kommt hier jetzt Silber rein, der muss noch unbedingt umgesetzt werden. Ja, die sind hier noch hart am werkeln. Na gut, jetzt kommt ja auch wieder Holz rein.
Ja, hier müssen wir auf jeden Fall drauf noch ein paar Sachen platzieren. Ich kann hier leider den Boden nicht ändern. Also ich kann hier gar nichts drauf machen von der Farbe, deshalb wird das hier wie so eine Riesenfläche. Jetzt habe ich hier natürlich so ein Teil drin, ne? Aber ich kann hier den Strom gar nicht ausschalten, wenn das hier verbunden ist. So, und der muss rechts verbinden, also neu verbinden. Er will nicht nach rechts verbinden. Upsala. Ja, der kann... Das ist kacke. Okay. Einfügen. 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 Passt der von der Größe eigentlich perfekt. Das könnte man natürlich hier noch ein Verteidigungsteil reinsetzen. In die Bank. Vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. Okay, hier haben wir nochmal Stahl, sehr schön. Okay, wir müssen auch mal gucken, wo wir dann den Kraftstoff sammeln. Ja, hier, der ist voll. Das ist nicht schön. Warum liegen jetzt hier Repair Kits? Wir sollten noch die Medikits rein. Ein Textilienhändler. Ich glaube, wir kaufen mal ein bisschen Stoff. So, die Repair Kits. Verkaufen wir mal alle. Das heißt, wir haben immer noch zu viele Mechanodroiden-Teile. Einstellung kopieren. Einstellung einfügen. Einstellung kopieren. Einstellung einfügen. Das ist jetzt auch nur provisorisch. Eigentlich sollen ja die Teile in einen anderen Raum, wo man die auch benutzen kann. Habe ich mich jetzt verdrückt? Oh ne, oder? Einstellung löschen. Einstellung kopieren. Einstellung einfügen. Einstellung einfügen. So,
und das müsste bei Gegenstände sein, ne? Genau. So, ich würde sagen, Einstellung kopieren. Die beiden werden noch Gold. Einfügen. Kopieren. Einfügen. 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 So, jetzt brauche ich, am besten baue ich doch noch eine Waffenkammer für die normalen Waffen. Ich muss auch noch mal gucken, wo ich dann diese ganzen Teile hin mache. Aber am liebsten würde ich jetzt erstmal die Bibliothek bauen. Könnten wir die nicht hier reinsetzen? Ich muss ja keinen extra Raum dafür schaffen. Was haben wir denn hier? Was ist denn ein Gewebedrucker? Ach so, für die Prothesen, ne? Haben wir denn auch irgendwo ein Bücherregal oder so? Sonst würden wir den hier nehmen. Aktenschrank. Eine Besuchergruppe, okay. Das müssen wir wahrscheinlich alles noch erforschen. Gut, jetzt muss der hier noch die Suits machen. Boomrat hat ein Kind zur Welt gebracht. Nicht schlecht. Wollen wir hier nicht noch ein Bett hinsetzen? Aus wie vielen Leuten besteht denn immer so eine Besuchergruppe eigentlich? Das sind aber viele. Jetzt müssen wir gucken, dass wir mehr Betten bauen. Okay, wenn die Besuchergruppe weg ist, ja, okay, dann müssen wir was gegen machen.
Okay, die werden jetzt erstmal deinstalliert. So, und jetzt bauen wir mehr von diesen Betten. So, der wird gedreht. Okay. Jetzt haben wir 5 Betten. Ich glaube, wir haben aber 6 Gäste, ne? Den tun wir mal woanders hin. Okay, Mark Arachnos. Geh doch mal weg, ey. Was ist denn los mit dir? Dann können wir hier zumindest noch ein Bett hinsetzen. Okay, wird schon benutzt. Na hopp. Hier wird nicht gegessen, hier wird jetzt gearbeitet. So, dann können wir hier direkt noch ein Bett hinklatschen. Ich würde sagen, Gäste gehen nur im Giftregen, oder? Komplette Heimat wäre ein bisschen scheiße. Ach ja, hier haben wir ja unser Grab. Ach scheiße, die sind ja jetzt hier. Wer sind da drin? Abgelehnt. 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 Wieso helfen die? Einfügen? Ich wusste gar nicht, dass auch die Besucher helfen beim Arbeiten. Finde ich aber gut. Einfügen. Einfügen. So, wer kümmert sich um den hier? Einfügen. Ist auch noch nicht fertig hier, ne? Vor allem müssen wir noch den Weg bauen. Aber wir haben jetzt erstmal den heiligen Boden.
Und ich würde sagen, wir fangen auch mal an. Wir müssen mal einen auf Tragen setzen. Wer macht denn hier am wenigsten? Oder wer hat nicht so... Also die beiden sind schon mal raus. Was macht C3PO? Forschen. Kochen, jagen, forschen. Lehren. Dann wirst du jetzt auch mittragen. Zum einfachen Grund, dass der auch Sachen verbrennen soll, ne? Aber ich find's cool, dass die Besucher helfen bei der Arbeit. Bauen wir am besten auch einen Raum für so ein Dojo. Ja, Mark Aragnus ist da sehr freundlich, ne? Die dürfen alle bei dem Fernseher gucken, weil der der einzige ist mit einem Fernsehen. Ach ja, hier wollte ich ja jetzt die Bibliothek reinbauen, ne? Was können wir denn zu der Bibliothek eigentlich forschen? Entweder habe ich es übersprungen oder hier ist gar nichts. Müsste aber auch wenn hier unten irgendwo sein, ne? Okay, was haben wir denn dann hier? Hier, Writing, Bookshelf. Was ist denn, ach so, die synthetischen Organe. Ja, dann forsch mal einer. Ja gut, die ganzen Leute, die ja immer am Forschen waren, die sind ja jetzt irgendwas anderes am machen. Von S. Das sind Onion Corp. Naja, es sind ja keine Soldaten. Ich schick's jetzt erstmal weg. Können wir doch entertainen. Ich weiß ja nicht mehr, wo ich also wie das mit dem Einkauf funktioniert. Da muss ich mich auch mal schlau machen. Aber das sind hier, ach so, die sind befreundet mit so und so viel. Oha, hier geht's ja auch mal voran, hier meine Verteidigungslinie. Ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Hier, die müssen noch irgendwo rein. Computer Components.
tue sie mal hier mit rein. Einstellung kopieren, Einstellung einfügen. So, wo sind denn die Computer Components? Hier. Black Market Trader. Ich will eigentlich die Folge beenden. Und es soll mal einer wieder forschen. Wieso forscht denn jetzt keiner? Der war jetzt hier der Einzige, der forscht, oder was? Die sind relativ billig. Das ist ja cool. Okay, wir können jetzt zwar Bambus verkaufen, aber irgendwie stimmt da was nicht. Ah, hier, da ist der Bambus. Schwupp. Ach ja, der Bambus geht ja jetzt für die ganzen Skulpturen drauf, deswegen lassen wir den mal. Lassen wir den ganzen Bambus doch lieber für Skulpturen hier drauf gehen. Dann kann Ray hier die ganze Zeit Skulpturen hin und her ballern. Ich muss diese Dinger auch mal loswerden. Kann man ja nicht verkaufen. So, jetzt müssen wir aber erstmal gucken, dass der wieder forscht, ne? Beziehungsweise muss ich erstmal gucken, warte, ja, ne, ist Doppelfolge. Das laber ich. Das ist nicht schön, wenn er eine Falle auslöst. Ich finde es schön, dass die auch was hinterlassen. So, wer soll denn jetzt mal tragen? Tut bauen. Bauen und Bergbau. Wenn er nichts zu bauen hat, soll er tragen. Mach mit so. Ne, es geht ja darum, dass die Leichen hier mal wegkommen. Diese zwei Trageroboter, oder wir machen Tragetag. Wir machen jetzt mal einen Tragetag. So. Hat den eigentlich einer versorgt? Ja, okay. Ein Roboterhändler. Ach, guck mal, die bohren sogar. Bauteile, sehr schön. Na, sonst haben die aber nicht viel, ne? Können wir ein bisschen... Ne, Gold produzieren wir lieber selber. Okay.
Sollen wir das mal so machen, dass wir voll machen? So sind natürlich alle wieder offen, ne? Oh, ne, also Titanium müssen wir rausnehmen, Kupfer und Aluminium müssen wir rausnehmen. Den müssen wir rausnehmen. Den müssen wir rausnehmen. Weil die nicht stacken. So, es sind noch Leichen da. Was tragen die denn jetzt hier so? Benutzt Toilette. Jetzt tragen sie erstmal hier den ganzen Stahl. Jetzt haben wir auch mal Stahl auf Vorrat. Roboterhändler haben wir schon gehandelt. Der kloppt da wirklich den Stahl. Schon wieder ein Black Market Trader. So, Darth Maul. Computer Components. Ein Cargo-Modul, wofür ist das denn? Achso, Mechanodroid. Ja, was mit den ganzen anderen Waffen, die wir haben? Ein legendärer Nanosuit in Pink. Weißt du was, den Bambus können wir jederzeit nachproduzieren. Aber ich will das Lager erstmal frei haben. Ich verstehe jetzt warum. Hier sind gar keine... Der ist auf niedrig, sonst machen wir den hier auf normal, damit hier erstmal nichts drin gelagert wird. Nur wenn es nicht anders geht. Okay. Sind alle noch auf Tragen? Den Treibstoff muss ich auch nochmal einen extra Raum für machen. Okay, wir brauchen einen Raum, wo ich nachher Organe herstelle. Dann brauchen wir noch einen Raum, wo Bücher gelagert werden. Haben wir jetzt überlegt, ja hier reinzumachen. So, hier habe ich jetzt überlegt, wenn das mal fertig ist, dann hier eventuell so ein paar Tische zu machen, wie so ein Veranstaltungs- und Open-Air-Teil halt, ne? Das war so die Überlegung. Okay. Aber einfach nur mal um zu gucken, stellen wir hier wieder so einen Gewebedrucker hin, den wir dann später woanders hinstellen. Einfach nur um zu gucken, bauen wir den jetzt.
Der braucht nur 50, das ist doch schnell hergestellt. Wir brauchen natürlich einen, der Penicillin herstellt. Wir müssen noch mal gucken, dass wir Medizin herstellen, auch wenn wir Medizin haben. Wir müssen noch was für die Waffen machen. Oh nein, es kommt. Oh mein Gott. Es wird uns alle vernichten. Ich habe überlegt, hier vielleicht die Oberflächen zu glätten, damit das immer repariert wird. Damit hier nicht nachher irgendwann das groß geschossen wird. Okay, jetzt glätten die hier alles, die sind aber schnell im Glätten. Bauteile. Diese Hightech-Bauteile sind teuer, das ist echt. So, noch ein Küchenroboter. Und noch ein Reinigungsroboter. Ja, ich weiß, es sind drei, aber ist teuer genug. So, wir haben hier den Küchenroboter. Setzen wir mal hier hin. Den Reinigungsroboter setzen wir mal hier unten hin. Und dann werden wir den hier auch neu platzieren. Der ist falsch rum. Der ist schon wieder falsch rum. So, hier ist der Küchenroboter. Dann setzen wir den Küchenroboter auch hier rüber. Eigentlich müsste ich den Notfallroboter sogar hier reinstellen, ne? So, dann tun wir die beiden Bauroboter nach oben stellen. Stellen wir den Transportroboter auch nach unten. Ja, sonst stellen wir den tatsächlich hier rein, oder? Komm, wir stellen hier rein. Ein Großhändler. Wo brennt's denn? Das ist doch hier viel wichtiger. So. Kann den mal einer jetzt hier reinstellen? So, Insektenfleisch weg. Bauteile, 21, sehr schön. So, was hat er denn noch hier?
Das könnten wir auch Betten und sowas verkaufen. Ja, komm, verkaufen wir mal alles. Bauen wir dann lieber neu. Und ich könnte hier noch die Transporter, die hole ich mir. So, und jetzt mal, was macht Darth Revan? Die sind hier alle noch auf Dingens. Sind die Leichen alle weg? Nein. Okay. Der muss noch gedreht werden. Ich glaube, die hier sind auch falsch rum. Er ist schon wieder falsch rum. Stellen wir jetzt einmal alle richtig. So ist er jetzt. Und müsste er so sein. Okay. Yorkshire Terrier bleiben. Alter, habe ich viele Tiere. Brauch keine Yorkshire Terrier. So, alle aktivieren. Sind alle richtig rum, sehr gut. Okay, Roboter. Wir haben hier einen Küchenroboter. Tech 2. R2... K2. Wir haben hier Transportroboter, Tech 1. Hier noch ein Reinigungsroboter, auch Tech 3, also R3, C2. Hier haben wir R3, T3. R3, T4. Huch. R3, T4. So, die Küchenroboter nur im Giftregen. So, jetzt sieht es auf jeden Fall ein bisschen aufgeräumter aus, aber immer noch nicht genug. Ja, jetzt gehen die Yorkshire Terrier so langsam drauf. So,
So, wir brauchen noch mal ein bisschen Holz. Also das ist ja übertrieben, Verteidigung hier. Ach, kein Weg. Ne, weißt du was, wir machen uns den Weg. Sind immer noch alle auf Tragen. Bis die Leichen weg sind, ne? Ohne Scheiß, wenn keiner hier die Leichen verbrennt. Wie kein Material. Ach so, das sind alles Androiden. Androiden fallen hier also gar nicht runter. Was mache ich denn mit Androiden? Kann ich die nur zerlegen oder was? Warum soll ich, sind denn hier manche, die man nicht zerlegen soll? Was zählt hier bei toter Mensch? Ach so, das haben wir mal eingestellt, weil man die eigentlich sehr gut auseinandernehmen kann, ne? So, jetzt funktioniert der. Weißt du was, aber... Wir setzen die mal aus. Machen hier mal Schlachte-Kreaturen. Für immer setzen den mal gerade aus. Und nehmen hier die Alien-Korpse rein. Und machen den mal an. Das ist jetzt der obere. Denn ich will nur mal sehen, was dabei rauskommt. Mann, braucht der lang. Könnten theoretisch hier auch überall Regale reinsetzen, ne? Wer ist denn hier Koch? Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Wir probieren das mal aus. Wenn da Bauteile rauskommen, ja dann sorry, ne? Okay, was kommt da raus? C3PO, richtig harter Boy. Bauteile? Bauteile? Ja, sorry Leute, ne? Bauteile, Plastahl, ich meine, das sind Ressourcen, die muss ich nutzen.
So, hier waren halt die vergammelten Leichen, ne? Das wird jetzt bei allen die Moral total im Keller stürzen, ne? Alter, das sieht aber schon scheiße aus. Was wäre denn, wenn wir hier mit normalem Holzboden arbeiten würden? Würde das auffallen? Sonst kleiden wir erstmal überall normalen Holzboden rein und gucken mal, ob das auffällt. Also ob es einen Unterschied zu diesem Boden hier gibt. Es müsste einen kleinen geben, aber es dürfte nicht so auffallen. Und dann können wir, wenn das so ist, ein Muster reinsetzen. So, jetzt werden wir hier dann auch... die Toten reinlegen. Von Aliens, aber keine Kolonisten. Also ich meine, guck dir die Bauteile an, die wir da rausbekommen. Das können wir nicht einfach... verachten, ne? Alter, wir müssen nicht auch Strom machen, wenn das hier durch ist. So, hier das Strom ist jetzt durch, ne? Yep. Gut. C3-Büro ist noch gut alles am Schlachten. Und das müsste jetzt bei allen die Bedürfnisse hier Mensch geschlachtet. Du darfst mal was anderes machen. Das haben jetzt alle, ne? Ja, das haben viele. So, hier ist Meister Dinorm. Wir öffnen den hier mal. Der will den sogar öffnen. So, wo will er den hinbringen? Machen wir hier mal kritisch. Da oben steht kritisch. Warum willst du den hier reinmachen? So. Zu welchem bringt er den jetzt? Naja, unten Mitte ist auch okay. Hauptsache Mitte. Wer ist denn Grazel? Darth Vader, ja, ja. Ja. Abgelehnt. Gabau, abgelehnt.
So. Ist nur für uns. Mensch, okay. So, dann gucken wir noch mal gerade hier rein. Alter. Geil. Jetzt brauchen wir nur noch den Raum dafür. Ich klatsche ihn erstmal hier mit rein. Kommt man da aber nicht mehr durch. Und klatschen erstmal hier rein. Hauptsache, der steht nicht draußen. So, braucht denn irgendeiner was? Beziehungsweise... Wir haben doch jetzt Trägerroboter. Wir haben tatsächlich Gäste, Vereinigten von Dautel. 7 Stück. Ja, es müssten, dürften aber auch nicht mehr werden, ne? Ist klar. So, ich wollte gucken, ob irgendeiner was braucht. Warum bist du bewusstlos? Warum bist du bewusstlos? Lebensmittelvergiftung? Was hast denn du gegessen? Großhändler, Textilienhändler, darf Maul, regel mal. So, Bookshelf ist fertig. Pages in Bookbinding. So, die Wolle verticken wir mal. Mechanodroiden-Kontrollgürtel. Noch ein Nano-Suit. Aber müssen wir gucken, dass wir nicht zu viele bekommen, ne? So, was haben wir denn hier noch? Bauteile? Ja. So, ich muss die Folge beenden. Was ist da los? Aber ich will wissen, was mit Darth Plagueis ist. Oder was ist hier generell? Okay, man sieht den Unterschied schon, ne? Was ist denn mit Luke Skywalker?
Warum streitet er sich hier mit dem Gast? Was ist da los? Und was ist mit den ganzen Gemüsepfannen? Machen wir mal so. Verbieten wir mal die Bohrer. Alter, guck dir das an, ey. Dann bleibt noch der Bohrer hier und die beiden. Was wollte ich denn jetzt noch machen? Ich wollte die Folge beenden. Darf Pliegis kann immer noch nicht gehen. Achso, ich wollte ja gucken, ob irgendeiner hiervon was braucht. Aber irgendwie kommen wir ja nicht voran. So, wo sind jetzt hier die Bookshelves? Sind die bei Möbel? Ich pausiere jetzt. Hab ich keine Zeit für sowas. Noch mehr Bauteile. So, dann kann ich diese Müllkacke mal verkaufen. Sehr schön. Hast du die MP-Granaten? Die behalten wir. Dann muss ich noch gucken, wo ich die lager, aber jetzt... Stopp! Stopp! Wo ist das Bücherregal? Ich pausiere jetzt, weil ich die Folge beenden will und es soll nichts mehr dazwischen kommen. Aha. So, dann können wir jetzt ja hier dann so die Dinger hinsetzen. Boah, das ist ja scheiße. Jetzt machen wir das einfach so. Ich glaube, dann stehen die falsch rum, ne? Ich glaube, so stehen die falsch rum, oder? Ich glaube, das ist egal. Von beiden Seiten ist ja halt was. Tun wir hier was hin? Kommt da auch das Papier rein und sowas? Die Frage ist, wo stelle ich Bücher her oder sowas? Kommt dann wahrscheinlich da. Aber dann machen wir das so. Deswegen pausiere ich jetzt nochmal, weil es soll nichts passieren. Wir setzen hier jetzt so Sessel hin. So, jetzt brauche ich einen Einertisch.
erstmal tun wir die hier mal deinstallieren. So, ich will hier jetzt so doch vielleicht noch einen kleinen Raum hinzimmern. Also erstmal... Weg damit. So, jetzt machen wir das so. Ich baue jetzt erstmal keine Dingens. Ich pausiere jetzt wieder. Das war bei Entspannung. So, hier kann man noch reingehen. Sehr gut. Dann machen wir das so. Dann machen wir hier einen Entspannungsraum draus, also komplett. Entspannung, hallo, Entspannung, Entspannung, da. Das heißt, wir setzen hier noch einen Pokertisch rein. Klatschen wir jetzt aber hier oben hin. Und hier ist das alte Spiel, ne? Stuhl gegen Hocker. Ne? Kennt das ja. Das alte Spiel. Setzen wir hier halt noch ein paar Leseteile hin. Jetzt brauche ich nur einen Einertisch. Also ein komplett Einertisch. Hier kommt natürlich noch einer hin, für die, die lieber alleine lesen. So, dann würde ich sagen, hauen wir noch ein bisschen Teppich raus. Also der tatsächlich gute Teppich. Aber den knallen wir aus Teufelgarn hin, damit der rot ist. Sind zu groß, ne? Dann nehmen wir dann lieber hier noch so einen kleinen. Wir brauchen einen anderen Boden. Da wäre so ein Holzboden am besten, ne? Aber welcher? Ja, wir haben jetzt den hier haben wir oft, deswegen nehmen wir den hier. So.
Dann gucken wir nächste Folge mal, wie das aussieht. Also das war's jetzt für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Ciao.